Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil des großen Rückblicks auf die Spielemesse in Essen 2015. Zum Beispiel gleich mit etwas wirklich Ungewöhnlichem. Der ein oder andere Student kennt ja durchaus als Saufspiel oder auch als Kinderspiel Looping Louie. Und jetzt gibt's passend zu Star Wars Looping Chewie. Ah, in einem Millennium Falcon. Schöner wird's nicht. Doch, zum Beispiel bei Golem Arcana. Ein Spiel wieder, wo sozusagen Elektronik die Brettspielkunst küsst. Hier mit diesem elektronischen Stift, der dann wiederum verbunden ist mit einem iPad oder iPhone. Ich habe es nicht getestet, aber die Kritiken waren so semi. Das gilt allerdings nicht für dieses Spiel. Das fanden wir wirklich gut. Evolution, Fressen und Gefressen werden. Wir gestalten uns mit diesen Karten strategisch gut geplant natürlich eigene Tierarten, die dann gegeneinander antreten, wenn sie Fleischfresser sind. Die genügsamen sonstigen Vegetarier, die nehmen dann das da außer Mitte. Wir können die Population steigern, wir können die Körpergröße steigern, um gegen andere Tierarten zu bestehen. Und ja, wer nachher meistens Siegpunkte hat, gewinnt. Das gilt auch für die Holde Isolde. Das wird schon teilweise als Kandidat zum Spiel des Jahres gehandelt, dem nächsten zumindest 2016. Auch da geht es darum, Siegpunkte zu bekommen, indem wir Karten untereinander austauschen, die dazu führen, dass wir auf diesen einzelnen Brettern Punkte sammeln bzw. Punkte leider dann auch verlieren können. Der Mechanismus beim Kartentausch ist übrigens sehr ähnlich zu Seven Wonders. Wir geben uns also gegenseitig immer wieder ein paar Karten rum. Ein schönes Spiel, hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben es auch jeweils gekauft. Das spricht doch schon mal dafür. Einfache Regeln mit insbesondere vielen Erweiterungen schon in dem Karton, dass man auch länger damit Spaß haben kann. Cornwall, auch ein interessantes Spiel, ist allerdings mehr oder weniger eigentlich ein Carcassonne. Klon mit allerdings hier eckigen Karten. Das sieht man da. Wir machen uns auch wieder unsere Landschaft, kriegen dann Punkte, je nachdem, wie dann Figuren gesetzt werden und die Plättchen gelegt werden. Ein paar interessante Neuerungen, eingebettet dann auch in die englische Landschaft. Cottages müssen wir da zum Beispiel dann hinlegen. Die Wertung passiert etwas anders, aber das Grundgefühl ist doch sehr Carcassonne-lastig. Mit nichts vergleichbar ist, glaube ich, Nitroglycerol. Das ist das neue Spiel bei Zoch. Diese Würfel sind bitteschön in diese Reihenfolge zu bringen, die da die Karte zufällig ausgemischt haben. Und zwar dadurch nur, dass wir während der vorgegebenen Zeit hier an diesem Teil rütteln und versuchen, die Teile da, die Würfel, also in die richtige Reihenfolge zu bringen und dann hinten in diese Nase hinein zu buxieren. Das gelingt mal gut, mal schlecht. Am Tisch hat es uns unterschiedlich gefallen. Blümchen und mir gefiel es sehr gut. Den anderen beiden, glaube ich, auch nur so ein bisschen. Also nicht ein Spiel für jedermann. Die fiesen Sieben ist, glaube ich, auch nicht für jedermann. Das ist ein Spiel, das ist sehr vergleichbar mit Kakerlakensalat. Das heißt, man muss sich sehr konzentrieren. Zahlen eigentlich nur zwischen 1 und 7 sich merken, die aufsteigen und absteigen. Aber mal muss man den Mund halten, dann darf man wieder was sagen. Mal muss man im Stillen zählen, mal zählt eine Zahl nicht. Spaßig. Wir sind hier immer noch am Stand von Lookout und neben mir ist der Ronny. Du bist Mitarbeiter von Lookout. Wie lief es denn bisher? Ja, also wir sind sehr zufrieden. Wir haben ja Isle of Skye ausverkauft, Patchwork ist ausverkauft und Tramban ist komplett ausverkauft. Von den anderen haben wir auch große Mengen absetzen können. Also wir können uns nicht beklagen dieses Jahr. Was war bisher so das Spiel, wo man sagen würde, das hat am meisten Nachfrage bei euch erzeugt? Sowohl Isle of Skye als auch Grand Hotel Austria. Bei Isle of Skye war eben die Sache, das ist ja schon 3 Monate draußen und das haben die Händler auch schon, von daher haben wir da nicht so viele mitgenommen. Und ja, überraschenderweise haben wir selber nicht mit gerechnet, am Freitagmittag dann komplett leer. Wir hätten die doppelte Menge gefühlt verkaufen können. Besser als wenn die Sachen auf Halde liegen dann, ne? Und da muss man sie nächstes Jahr irgendwie ja verramschen. Also gucken wir uns die Spiele doch einfach mal an und man wird sie ja irgendwann wiederbekommen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das bei uns im Lager, wir haben einfach nur nicht so viel mitgenommen. Gut, wir gucken mal. Wir sehen uns jetzt hier mal Grand Austria Hotel an. Grand Hotel Budapest kenne ich noch, den Film, hat aber damit gar nichts zu tun, oder? Hat damit nichts zu tun, aber wir wurden auch sehr oft darauf aufmerksam gemacht, ob es denn irgendwelche Verbindungen zu dem Film gäbe. Aber nein, dem ist nicht so. Also. Wir gucken noch mal rein. Hier hinter uns wird es gerade intensiv gespielt. Und genau, das ist es. Wir haben ein paar Stargäste hier versteckt. Was ist es denn? Worum geht's hier? Es geht darum, dass wir Manager oder Eigentümer eines Hotels sind. Das Ganze spielt im 20. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts in Österreich, also zur Kaiserzeit.
Neben unserem Hotel oder in unserem Hotel haben wir ein kleines Café und der generelle Spielfluss ist so, dass wir uns unsere Kunden aussuchen, diese Kunden ins Café setzen und sobald die Bestellungen, die die Kunden in dem Café aufgeben, bedient sind, ziehen die Kunden ins Hotel ein und bleiben dort auch bis ans Ende des Spiels. Und das ist eigentlich auch mit diesem Spielfluss erzeugt man auch die meisten Siegpunkte, also mit Kunden bedienen und mit dem Belegen der Zimmer. Was ist so das Besondere daran? Das ist, sieht so ein bisschen ja auch aus, ja, die Würfel sind vielleicht mal was Spannendes, aber was ist sozusagen anders zu anderen Spielen? Es bietet sehr viele Stellschrauben. Das macht es gerade am Anfang in der ersten Partie sehr knifflig und wir bieten auch Tipps und Tricks an für die erste Runde, damit man einfach gewisse Stolpersteine umgehen kann und sich nicht direkt aus dem Spiel kegelt. Zu den Würfeln, die Würfel sind für die Aktionen da. Wir haben im Prinzip nur 5 Hauptaktionen, die wir machen können. Und jedes Mal, wenn ich so eine Hauptaktion mache, wird auch ein Würfel weggenommen und entsprechend schwächer wird dann die Aktion für die verbleibenden Spieler. Wie lange ist die Spielzeit? 90 Minuten schafft man gut, wenn alle das Spiel können. Wir empfehlen aber, die erste Runde nur zu zweit oder zu dritt zu spielen. Da ist man auch 90 Minuten durch. Wenn man direkt am Anfang zu viert spielen möchte, braucht man schon 2 Stunden. Jetzt haben wir ein Zwei-Personen-Spiel hier, Hengist von Uwe Rosenberg. Worum geht's da? In Hengist, es ist ein Kartenspiel, in dem es um Wikinger geht und um Dörfer plündern bzw. Schätze suchen. Das Ganze funktioniert so, wir haben dieses schicke Holzschiffchen, da setzt jeder Spieler 3 Wikinger ein und mit diesem Schiffchen fahren wir von Bucht zu Bucht und müssen dann über Karten die Wege zu den Schätzen finden. Über die Wege mit den Spielern verbunden, aber jeder Weg hat gewisse Bedürfnisse bzw. ich brauche gewisse Karten, die ich ausspielen muss, damit dieser Weg für mich machbar oder gehbar ist. Das Problem an der Sache ist, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass wenn ich jetzt in dem Fall einen roten Weg folge, dort auch bei dem Plättchen ankomme, wo ich zunächst denke, das sind wir denn unter diesem, dort auf dem Hintern sieht man auf diesen verdeckten Streifen, sind unten drunter auch unter Umständen Kreuzungen. Da sieht man vielleicht hier vorne ganz gut bei dem ersten Teil. Der rote Weg geht zwar geradeaus durch, aber wenn ich den weißen Weg zum Beispiel gehe, werde ich wo ganz anders rauskommen, als wie ich es ursprünglich geplant habe. Damit das Ganze nicht zu sehr vom Kartenglück abhängt, gibt es 2 Mechanismen. Also es gibt zunächst mal kein Handkartenlimit und es gibt einen Joker da drin. Und der Joker hat gleichzeitig die Funktion, dass er das Schiff weiterfahren lässt. Der Joker kann für jede beliebige Farbe eingesetzt werden und jedes Mal, wenn ein Joker eingesetzt wird, fährt das Schiff weiter. Und sofern das Schiff am Ende des Spielbretts rausfahren würde, würde man die erste Landschaft nehmen, umdrehen und wieder vorne anlegen. Das heißt, da ist also auch sozusagen richtige Varianz dann ständig da drin. Aber das sind die 3 Landschaften, die auch dabei sind? Oder gibt es noch weitere zusätzliche? Nein, das sind die 3 Landschaften, die dabei sind. Wir haben aber allerdings mehr von diesen verdeckten Streifen, als man im Spiel braucht. Wie lange ist da die Spielzeit? 30 bis 40 Minuten. Gut, für ein Zweierspiel ja sehr angenehm. Und sieht ja nett aus, gerade mit diesem Schiffchen da auch. Und das gibt es aber auch noch zu kaufen oder ist das auch schon ausverkauft? Das haben wir noch da. Okay, gut, aber das hier wird man dann erst gesehen haben, man kriegt es ja normal im Handel. Ja, das auf jeden Fall. Was sind so nächste Highlights? Kommt was Neues noch in nächster Zeit oder war es das jetzt erstmal dieses Jahr? Also wir haben in Planung das 1844 Österreich-Schweiz. Wir haben jetzt schon am Stand ein Handmuster da. Erwartet wird Anfang 2016, dass wir es dann fertig haben. Ja, und dann nächstes Jahr wahrscheinlich viele schöne Dinge, die wir jetzt noch nicht verraten dürfen, richtig? Ja, also man hat immer was in der Pipeline, wie man so schön sagt. Gut, vielen Dank. Dann noch schöne letzte Stunden heute. Und viel Spaß beim Abbau. Ne? Ja, vielen Dank. Danke. Grand Austria Hotel. Das ist das Spiel, was Stefan Feld, der neben mir hier gerade steht, gerade eben gespielt hat. Wir haben ihn schon gesehen. Wie hat's gefallen? Ich fand es sehr schön, sehr schöne Mechanismen. Toll thematisch aufgebaut. Aber ich wäre nicht Spielautor, wenn ich nicht auch was zu mäkeln hätte. Die Downtime ist zwischenzeitlich doch sehr hoch. Das heißt,
durch dieses, ich nenne es mal Siedlerprinzip, man spielt reihum und dann wieder entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes, ist so, dass man dann doch sehr lang wartet. Das heißt, man genießt so ein Spiel gar nicht so richtig, sondern man, wenn man ein Profi ist sozusagen, dann analysiert man die ganze Zeit oder kann man sich auch mal so ein Spiel nochmal fallen lassen? Ja, doch, ich kann mich schon auch noch fallen lassen. Aber so ganz im Hinterkopf ist dann doch so, dass man eben über diese Dinge nachdenkt, gerade wenn sie einen so ein bisschen stören. Aber ich denke, wenn man das Spiel besser kann, dann wird diese Downtime auch geringer und deshalb... Aber jetzt, dann auch flotter, ja. Ich glaube, von Stefan Feld gibt es nichts Neues dieses Jahr, oder? Habe ich da irgendwas übersehen? Nein, da hast du nichts übersehen. Tatsächlich hat man ja als Autor nur relativ geringen Einfluss drauf, wann was rauskommt. Und es ist so, dass jetzt im Januar vermutlich Burgund das Kartenspiel rauskommen wird. Das hätte jetzt zu Essen gezeigt werden können. Aber da Broom Service so ein Riesenerfolg geworden ist, hat man gesagt, man fokussiert sich jetzt darauf und schiebt. Deswegen gibt es jetzt tatsächlich nichts. Und was wird so, na gut, über neue Projekte darf man sonst wahrscheinlich nicht reden, ne? Es geht. Also Orakel von Delphi wird bei Hall Games nächstes Jahr 2016 rauskommen. Da haben wir den Prototypen jetzt gezeigt. Und andere Dinge sind in der Pipeline, aber jetzt noch nicht ganz terminiert, wann es rauskommen wird. Gab es denn jetzt hier auf der Messe ein Spiel, das kann man ja dann entspannt sehen, wenn man da jetzt keine eigenen Spiele gerade hat, wo man sagen würde, da hat mich jetzt mal nichts gestört? So viel kommt man dann doch nicht zum Spielen, aber es ist tatsächlich so, ich konnte jetzt dieses Jahr endlich mal richtig spielen und Mombasa, Hut ab. Also das hat mir wirklich auch gut gefallen. Das ist natürlich obere Kante an Komplexität und das ist wirklich ein sehr schönes Spiel vom Spielgefühl und als Autor wieder betrachtet auch total gut verwoben, also Hut ab an den Herrn Pfister. Okay, das hört er sicherlich gern, aber wir können ja nächstes Mal interviewen, wenn es wieder ein neues Feld gibt, ja, was er aber dann auch so euphorisch darüber redet, ja. Das werden wir dann ja nächstes Jahr hören. Dann viel Erfolg, ja. Dann noch viel Spaß heute auf der Messe und dann Danke. Bin mal gespannt, was nächstes Jahr da ist. Ja! Das ist, ja, Spielautoren mit Euphorie, das mag ich. Selten, aber ja! Gleich nochmal ja! Und... Das ist 3D. Ja. Was ist das? 3D? Ja, das ist jetzt bei den Leuten auf dem Schoß gesessen. Traumhaft. Das gibt Klicks. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles verarbeiten soll. Danke. Danach muss man dann auch erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Zum Beispiel haben wir noch gespielt von Drachen und Schafen aus dem Kosmos Verlag. Mit Schafen müssen sozusagen Karten gekauft werden, die Siegpunkte bringen. Aber es gibt auch noch fiese Aktionskarten, mit denen man dem Gegner wieder viel wegnehmen kann. Auch klein, aber fein. Wir sind jetzt hier am Stand von Lookout und neben mir ist Andreas Pelikan und dich kennt man ja von einigen Spielen, unter anderem ja auch vom Kennerspiel des Jahres. Ne? Was hast du gemacht? Gemeinsam mit Alexander Pfister Broom Service. Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Gleich im selben Jahr Isle of Sky nachgeschossen. Ein Zufall, dass beide Spiele gleichzeitig fertig werden. Das passiert nicht jedes Jahr. Bei Alexander kamen noch ein paar weitere Spiele mit dazu, mit Mombasa, das jetzt gerade sehr gehypt wird, auch auf vielen Listen weit oben steht. Was hast du noch gemacht? Zuvor, gemeinsam mit Alexander, hatten wir noch Mainz. Das war unser erstes gemeinsames bei Amigo, ein kleines Kartenspiel, wo man aus Dreierreihen Karten nimmt, um dann verschiedene Exponate zu sammeln. Für das eine braucht man Geld und Beziehungen, für das andere ein Brecheisen, aber das sagt man nicht so laut. Ja, ich glaube auch fangfrisch hat es mir, wir nehmen es ja gerade schon zum zweiten Mal auf, darf man ehrlicherweise sagen, weil gerade eben irgendwie jemand ins Bild gelaufen ist. Fangfrisch hat es gerade eben schon erzählt, ist von dir auch, ne? Ja, das war das erste, spielt am Hamburger Fischmarkt und ist aus dem Leben gegriffen. Es ist ein verkehrtes Versteigerungsspiel, wo man nicht immer mehr bezahlt, sondern für dasselbe Geld immer mehr bekommt, bis irgendwann jemand zuschlägt. Und das läuft am Hamburger Fischmarkt tatsächlich so ab, dass mehr und mehr Fische auf die Waagschale geworfen werden. Nun klingst du nicht wie ein Ur-Hamburger, glaube ich, ne? Du kommst auch nicht aus Hamburg. Nö, ich war mal in meiner Jugend auf Urlaub in Hamburg und habe das mir gemerkt und irgendwann mich dran erinnert. Du bist ja, oder du hast ja jetzt eben mit Alexander zusammen Kennerspiel des Jahres dieses Jahr gemacht. War das eine Überraschung oder wie kann man, erlebt man sowas? Sitzt man da und drückt ständig auf Reload am Rechner oder warst du auch dort vor Ort? Oder wie hast du diesen Tag erlebt? Wir waren natürlich auf der
Spiel des Jahres Preisverleihung. Wir hatten beide versucht, uns im Vorfeld keine Hoffnungen zu machen, einfach um dann nicht enttäuscht zu sein, wenn es doch nichts wird. Orléans und Elysium, zwei ausgezeichnete Spiele, gegen die verlieren, wäre keine Schande gewesen. Dass es dann geklappt hat, hat uns sehr gefreut. Und ich glaube, man muss dann auch immer, wenn man das gemacht hat, dann ist man ja in die Riege der Spiel des Jahresgewinner aufgestiegen und darf dann bei einem Empfang im Rahmen des Spiels 15 oder jedes Jahr dann sozusagen hier in der Spielemesse mitmachen. Wie war's? War sehr lustig, mal in großen Kreis von Journalisten, Verlagsvertretern, Spieleautoren, diverseste Spiele auszuprobieren. Ich kann mich an ein sehr lustiges Partyspiel, wo man sich zum Affen macht, erinnern. Da durfte man, wem man wollte, Flüche an den Hals hetzen. Und also auch einem Stefan Feld oder einem Herrn Kramer oder wahrscheinlich dann. Stefan Feld in der Tat und Stefan Brück von Alia ebenso. Okay. Udo Bartsch. Also das ist sozusagen wirklich die große Riege dann da. Jetzt das neue Spiel ist, hier habe ich gerade eben auch schon gehört, auf der Messe jetzt, wir haben jetzt Sonntagmittag, ausverkauft. Isle of Skye, euer neuestes sozusagen gemeinsames Projekt, was allem Anschein nach ja ganz gut ankommt. Kann man das so in drei Sätzen zusammenfassen, worum es darin geht? Blättchen anlegen nach zufälligen Vorgaben, die jedes Mal anders sind, aber nicht einfach blind aus dem Beutel ziehen, sondern die Blättchen, die man zieht, dann auch richtig bewerten, die guten Blättchen sich nicht wegkaufen zu lassen, also teuer genug zu machen und die Schnäppchen bei den anderen abzustauben. Cool, das war jetzt ein Satz sogar. Wie oft hast du selber schon gespielt? Ich zähle nicht mit. In der fertigen Version sicher auch schon 20 Mal, aber davor in der Entwicklung kommt so sicher über alle Versionen, kann ich es schwer abschätzen, in den letzten Versionen sicher an die 100 Mal. Und gewinnt man dann alle 20 Partien oder lässt man die anderen auch mal so zum Schein einfach mal gewinnen? Ich habe schon mal gegen einen 10-Jährigen ehrlich verloren. Okay, das spricht ja für Spiel, ne? Also dass man dann auch die Chance hat, selbst sogar gegen den Autor dann dagegen vorzukommen. So, jetzt sind wir wieder zu sehen. Ganz kurz noch, was sind so neue Projekte? Im Moment arbeiten wir an einem Kartenspiel, das nächstes Jahr kommen sollte. Zu viel darf man leider noch nicht verraten. Bei Isle of Skye arbeiten wir an Erweiterungen, die dem Redakteur schon mal gut gefallen haben. Okay. Aber es ist da noch viel Balancearbeit zu leisten. Wie sagte schon der große Sepp Herberger, nach der Spiel ist vor der Spiel, am 12. Oktober 2016 geht es weiter. Bis dahin gilt es einiges aufzuarbeiten und zum anderen insbesondere wieder zu sparen. Irgendwie kommt man ja doch hier ständig in Kauflaune. Gut, dass es vorbei ist, freut sich auch meine Bank und mein Finanzberater. Bis dann nächstes Jahr und tschüss. Genau, und dann immer jubeln, das ist gut. Ja! Noch, jetzt, schon bestens, schon mal reinfühlen. So, was Grand Hotel, Grand genau. Austria Hotel. In die Hand nehmen? Ja, gerne. Ja! Hast du drauf, ne? Das kann man alles nochmal verwenden.